Also gut, Bud Fox. Dann kauf mir doch mal 20.000 Blue Star mit 15 1/8. Mom! Ich hab einen Volltreffer gelandet! Gekommen. Du hast es geschafft, Junge, in mein Büro zu kommen. Es stellt sich die Frage, ob du auch das Zeug hast, nicht rauszufliegen. Sie setzen auf einen Gewinner. Und ich rede jetzt nicht von irgendjemandem, der sich $400.000 irgendwie an der Wall Street verdient, wo er erster Klasse fliegt und angenehm lebt. Ich rede vom großen Geld. Also gut, Mr. Gecko. Sie haben mich. Lass die Würfel rollen und spiel etwas Monopoly. Auf welcher Straße könnte Sir Lawrence denn landen in Erie, Pennsylvania? Er will Anacott Steel kaufen. Kauf munter weiter und lass den Scheißkerl absaufen! Ich meine, Sie tragen die ganze Verantwortung. Verstehen Sie? Verteil die Kauforders auf verschiedene Leute, dann kann nichts passieren. Aber wenn du nichts weißt, dann weißt du nichts. Und wenn doch? Was ist dann drin? Courmois. Der Kurs geht unheimlich ab, Buddy. Und jetzt stellt euch was? Verkaufen? Raus damit, jetzt alles rausschmeißen! Du hast eine Glückssträhne, Junge. Genieß sie, solange sie noch andauert. Das Risiko wird größer. Keine Fehler. Das ist ganz klar ein Selbstläufer. Wenn sie auf 75 ist, kassieren wir fast 25 Millionen, Junge. Die erste Regel im Geschäft heißt, lass die Emotionen immer weg, sonst verlierst du den Kopf. Ein Kostil schlossen 51 1/8. In 2 Minuten ist Börsenschluss, kommt. Was willst du tun? Aber so einfach ist das alles nicht, Bud. Weg damit. Bestimmt der Tischler. Ja? Er transpiriert wie eine Horde Bullen. Was ist das ein Gerät? Die brauchen nur etwas, um ihre nutzlosen, leeren, fingernägellackierten, fußnägellackierten, schickimicki, sonnengebräunten Tage auszufüllen. Ah! Und ich werde mich hier nicht wegbewegen, bis sie mir mein Geld bezahlt haben. Ah, verdammtes Miststück! Wünschen Sie, dass ich Ihnen den Schmuck wieder anlege? Nein. Der Nagel ist noch nicht trocken. Der absolute Traum und die Nummer 1. In der vergangenen Nacht wurde eine geheimnisumwitterte Frau von der Besatzung einer Müllschude aus dem Wasser gefischt. Der Frau geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist bei Bewusstsein, aber das Problem ist, sie scheint unter Gedächtnisschwund zu leiden und hat offenbar nicht die geringste Ahnung, wer sie ist. Billy, es gibt einen Gott und er liebt mich. Hören Sie, ich kenne diesen Mann nicht. Komm zu Daddy. Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Tja, Leute, das wär's erstmal. Was ist los mit dieser Stadt? Haben die hier Giftmüll gefunden? Ein Kerl namens Delaney macht sich hier breit, kauft alles auf, was er kriegen kann. Thomas Jefferson hat einmal gesagt, der Baum der Freiheit muss hin und wieder Nahrung bekommen. Und zwar Blut. Interessanter Mann. Sollen wir ihn uns vornehmen? Hört zu, Joe ist das Einzige, was ich noch habe. Wenn ihr mich los seid, nimmt euch Delaney noch härter in die Mangel als vorher. Der Kerl ist nur ein Immobilienhai. Er spielt Gott in diesem Tal. Ich widme meinen Körper, meinen Geist und meine Seele unserer geheiligten Verbindung. Fallen lassen. Also gut, das Spielfeld ist abgesteckt. Das Spektakel kann beginnen. Was wollen Sie machen, Malone? Mich abknallen? Ich soll dich töten. Ich weiß. Malone! Sie sollten mich nicht bekämpfen, Richard. Wir stehen eigentlich auf derselben Seite. Wir sind uns sehr ähnlich. Ich fürchte, Sie haben recht. Burt Reynolds, Lauren Hutton. Und Cliff Robertson. Malone. Wir sind doch verheiratet. Wir sind Mann und Frau. Was mir gehört, gehört Ihnen. Und was Ihnen gehört, gehört mir. Das steht im Vertrag. Was hat er Ihnen über die Happy Days Agentur erzählt? Dass Sie zu einer Ehe verhelfen. Manchmal auch sogenannte Zweckehen zwischen Amerikanern und Ausländern. Raus hier! Du musst mit Ihnen reden. Einfach nur reden. Christel war der Hauptverdächtige, aber man konnte ihm nichts beweisen. Guten Morgen, Kinder! Zacky, der Clown, hat eine Überraschung für euch.
Ich habe ihm vorgespielt, dass ich verrückt sei. Stehen bleiben! Teleclub macht aus Kabelfernsehen Kabelkino. Teleclub, jeder Tag ein Filmfestival. Deserteure, Flüchtlinge, Schieber, Drogenabhängige. Ich liebe diese Stadt. Ich glaube, es war mir vorherbestimmt, ein gottverdammter Bulle zu werden. Ach, Scheiße. Wie viele Morde hat es gegeben? Ich möchte, dass diese Tötin aufhört. Ich habe in dieser Sache meine eigenen Pläne. Ja? Welche denn? Das ist vielleicht ein Scheißspiel. Das ist dieser typische südvietnamesische paranoide Blödsinn. Oh, Scheiße. Alles okay, Mann? Die Männer, die ihren Freund getötet haben, arbeiten für die gleichen Leute wie Sie. Das sind die einzigen Colonels, die während der Mordnächte in der Stadt gewesen sind. Jemand von unserer Seite hat versucht, uns zu töten. Wissenschaft und Scheiße regieren die Welt. Wenn ihr aber weitermachen wollt, müsst ihr clever sein. Wir werden an ihr dranbleiben wie der Gestank an der Scheiße. Don't panic. It's only television. It's only television. Teleclub. Oh. Oh, Diese Hände. Immer wieder diese Hände. Immer wieder dieser Traum. Ich finde nicht, dass Ihr Traum so seltsam ist. Er ist nur Ausdruck Ihrer Sehnsucht. Auch wenn man nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann? Man könnte annehmen, Sie hätten diese Gefühle schon gemeinsam erlebt. Und merkwürdigerweise erregt mich diese Vorstellung. Sie haben mir erzählt, dass Sie Schach spielen. Ich wollte Sie herausfordern, nicht einladen. Es könnte sehr reizvoll sein.